Dass es nicht immer einfach ist, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, zeigen diese Beispiele. Immer wenn man Güter produziert, verbraucht man Rohstoffe und Umwelt. Und beides ist begrenzt. Man kann also in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Ja, wenn wir langfristig überleben wollen, dann müssen wir natürlich unsere Rohstoffe recyceln. Also offiziell wird ja hier recycelt, aber faktisch wird der nicht recycelte Müll dann nach Afrika geschafft. Besonders schädlich ist der Fleischkonsum. Wenn man Fleisch produzieren will, dann braucht man pro Kalorie Fleisch 10 Kalorien Getreide oder Soja. Wenn wir hier Fleisch essen, dann zerstören wir letztlich den Amazonas, denn der wird gerodet, damit man da dann Soja anpflanzen kann, das dann hier an die Rinder verfüttert wird. Im Augenblick funktioniert ja fast die gesamte Wirtschaft mit Öl, Gas oder Kohle. Nur ganz wenige Bereiche, nämlich das, wo wir jetzt Strom schon einsetzen, wird zum Teil mit Wind oder Solar erzeugt. Aber wenn man sich das vorstellt, die gesamte Wirtschaft wird umgestellt, dann ist ganz klar, dass der Ökostrom niemals reichen wird. Das Leben, wie wir es kennen, funktioniert nur, wenn wir wirtschaften, also produzieren und konsumieren. Der Mensch trägt eine große Verantwortung, gerade was den Umweltschutz anbelangt. Alle Akteure sind gefordert und der Staat ist ein Hauptakteur.